Wir müssen natürlich prüfen, im gesamten Entwurf, der jetzt vorliegt, ob uns genau diese Dreieinheit durchgängig als roter Faden schon gelungen ist. Ich hatte von Kompromissen gesprochen, die auch ich eingehen musste. Hier sehe ich persönlich noch Reserven und wir werden das weiter zu qualifizieren haben. Das Vierte, das mag für euch vielleicht altmodisch klingen, wenn ich diese Formulierung verwende, nämlich wir hatten das Verhältnis von Kontinuität und Erneuerung zu berücksichtigen. Es hat keinen Sinn, was man gelegentlich hört, wir müssten etwa völlig neu anfangen. Nein, wir dürfen nicht bereit sein, das, was wir uns auch an Positionen über viele Jahrzehnte erstritten haben, einfach aufzugeben. Nur weil man meint, dass jetzt vielleicht manches moderner wäre oder die Modernität uns über das Gewordene siegen lässt. Nein, liebe Genossinnen und Genossen, versteht das bitte auch, ich darf sagen, eines Älteren unter uns als Warnung. Als Warnung, wir sollten das nicht aufgeben. Es ist im Übrigen auch eine Verpflichtung gegenüber denen, die an unserer Seite gestanden haben und noch stehen, vor allem wenn sie schon etwas betagter sind. Diese Verpflichtung haben wir und das sollten wir berücksichtigen. Wir sollten deshalb uns genau überlegen, wo wir einen radikalen Änderungskurs auch im Detail machen müssen. Denn wir müssen ja immer wieder prüfen, können wir das den Menschen vermitteln? Sind wir bereits auf dem Weg, dass wir die Bürgerinnen und Bürger dort abholen, wo sie sind, nicht dort, wo wir sie gern hätten? Auch das, liebe Genossinnen und Genossen, ist ein Kardinalproblem. Und ich füge mal hinzu, wir haben seit dem Erfurter Parteitag, es ist alles inzwischen korrigiert, Gott sei Dank, aber wir haben nach wie vor Protestnoten von Bürgerinnen und Bürgern wegen dem Problem illegaler Drogen. Das soll man einfach, ich will das jetzt gar nicht inhaltlich bewerten, ich will damit nur meine These stützen, dass wir bitteschön uns überlegen sollten, ob wir mit bestimmten Positionen, die man durchaus im Einzelnen vertreten kann, aber damit Mehrheiten gewinnen können. Oder, auch das sollten wir weiter erörtern, nämlich den Stellenwert von Erwerbsarbeit. Wir haben in unserem neuen Parteiprogramm, das finde ich richtig, den Arbeitsbegriff erweitert. Ich halte das für sehr gut. Aber bedenken wir bitte eines, die große Mehrheit der Bevölkerung definiert sich über Erwerbsarbeit nach wie vor. Und insofern muss man immer die Frage stellen, auch bei allen sozialen Verbesserungen und Wünschen und Forderungen, die wir haben, es muss erst erarbeitet werden. Und das müssen auch Menschen tun, bevor dann verteilt werden kann. Das ist eine alte Weisheit, die für jede Gesellschaft gilt. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte heute nicht über das bedingungslose Grundeinkommen ausführlich reden. Darüber wird sicher auch in der Diskussion noch manches Wort zu sprechen sein. Jeder weiß, oder nicht jeder, wer es noch nicht weiß, dem sage es jetzt. Ich bin prinzipiell ein Gegner dieser Position. Aber wir müssen es ausschreiten. Und da knüpfe ich an Rico Gebhardt an. Ja, wir sollten nicht den anderen dann mit irgendwelchen Dingen verbal belegen. Lasst uns inhaltlich darüber streiten. Wenn es nach mir geht, dann hoffe ich, dass ich einigermaßen weiß, wie der Streit ausgeht. Das ist doch ganz klar. Und ich könnte euch jetzt, vielleicht schaut einer nach, ich könnte euch jetzt Marx und Engels aus dem Kommunistischen Manifest, Marx-Engels Werke, Seite 490 zitieren, wo genau das in der Auseinandersetzung mit den utopischen Sozialisten bereits dargetan wird, was heute, 150 Jahre später, uns als neue Position offeriert werden soll. Also da hatte ich dann manchmal bei mir gedacht, das habe ich eigentlich vor über 40 Jahren als junger Student bereits an der Karl-Marx-Universität hinter mir
aber wahrscheinlich muss man immer wieder neu über die Dinge nachdenken. Und, liebe Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben auch zu klären, wie hältst du es mit der Privatisierung sozialer Daseinsvorsorge? Und ich füge mal hinzu, wir sollten, und da grenzen wir uns auch von anderen Oppositionsparteien im Sächsischen Landtag ab, deutlich ab, wir sollten auch künftig in noch viel stärkerem Maße in jedem sächsischen Dorf, in jeder sächsischen Stadt die Partei sein, die gegen Privatisierung sozialer Daseinsvorsorge ist. Mehr noch, wir sollten eintreten für eine Rekommunalisierung. Und ich denke, hier hätten wir dann auch die Gewerkschaften, vor allem die Gewerkschaften an unserer Seite. Lasst mich die ja, es ist klar, ich habe ja mir eine ganze Menge noch notiert, aber ich will vielleicht noch auf ein Problem, auch aus Zeitgründen, eingehen, nämlich, wie realistisch sind unsere Vorstellungen? Wie realistisch sind sie? Es ist, ich will es mal verkürzen, wir sollten in erster Linie davon ausgehen, dass wir, auch gerade wir als Linke, denen man gelegentlich unterstellt, dass wir zwar Geld ausgeben, aber nicht so sehr wissen, wo es herkommt, diesen Menschen, diesen Gegenpositionen, die uns immer wieder entgegengehalten werden, sollten wir den Boden entziehen. Auch wir müssen immer wieder fragen, wo kommt das Geld her, was wir für Grundsicherung, was wir für andere notwendige und von mir zu begrüßende Dinge ausgeben. Und da ist es eben nicht getan, dass man sagt, wir brauchen bloß kräftig die Steuern erhöhen bei denen, die das Geld haben. Das reicht nicht. Zum Beispiel muss man, um ein Beispiel zu bringen, bei dem Problem Mindestrente schon die Frage beantworten, wenn wir bei 900 Euro sind. Wie verfahren wir mit denen, die ein ganzes Leben lang gearbeitet haben und auch nur und auch unter diesen 900 Euro wären mit ihren Rentenansprüchen? Kriegen die das Gleiche wie jene, die nicht gearbeitet haben? Ich denke, das können wir niemandem vermitteln. Insofern müssen wir unser Konzept, zu dem ich stehe, zur Mindestrente von 900 Euro erst weiter noch ausarbeiten, ausgestalten, damit es dann für alle von uns auch überzeugend wird. Und die letzte Position, die ich darstellen will: Die Leitlinien müssen natürlich immer auch einen, und in erster Linie, wir schreiben sie ja für Sachsen, den sächsischen Bezug haben. Unsere Verantwortung besteht darin, der Staatsregierung und der gegenwärtigen Koalition ordentlich Paroli zu bieten. Das ist unsere erste Verantwortung. Und von daher bringt es uns nicht allzu viel, wenn wir lediglich zentrale soziale Forderungen abschreiben und damit unsere Leitlinien austauschbar wären. Aber wir haben zum Beispiel die Frage zu beantworten: Warum steuert Sachsen mehr als andere Bundesländer auf einen Pflegenotstand zu? Woran liegt das? Hängt es damit zusammen, dass die Staatsregierung hier überhaupt kein Konzept hat, was wir immer wieder kritisieren? Und hängt es in erster Linie auch damit zusammen, dass die Löhne in diesem Bereich in Sachsen 30% unter dem Bundesdurchschnitt liegen? Welche Gegenposition haben wir hier? Oder wie gelingt es uns, den Ärztemangel zu überwinden? Was müssen wir hier tun? Wir haben vor 10 Jahren bereits das Problem thematisiert im Landtag. Was war das Ende vom Lied? Man meinte, wir würden nur Gespenster an die Wand malen. Wir als Linke sollten an unserem Kurs festhalten, gerade in Sachsen rechtzeitig auf Probleme aufmerksam zu machen. Und wenn dann nach 10 Jahren die Staatsregierung vorsichtig, viel zu spät und zögerlich auf unsere Position eingeht, da werden wir uns nicht darüber freuen. Einiges ist schon gesagt worden. Wir wissen natürlich, politische Vorschläge können wir nicht am Patentamt anmelden. Aber wir sollten dann schon deutlich sagen, wir machen es immer wieder:
Hättet ihr rechtzeitig auf unsere Position gehört und unsere Vorschläge angewendet, dann könnte Sachsen heute besser dastehen und sozialpolitisch nicht nur Mittelmaß sein. Und genau das ist unser Ansatz.